Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu Madden NFL 2016 oder nur 16. Das Ganze ist nur so ein kleines Einblickvideo. Wir zocken es also für einen Part mal an. Ich zeige euch das Ganze, was hier so abgeht, was man zocken kann für Modi und so weiter, damit ihr vielleicht eure Kaufentscheidung besser treffen könnt. Muss dazu sagen, dass bei mir das letzte NFL-Game echt schon ein paar Jährchen her ist. Früher habe ich das immer gerne gezockt, auch mit Kumpels und so weiter. Aber in den letzten Jahren, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so oft mehr Madden gezockt. Eigentlich dann nur noch von den Sportspielen bei EA, FIFA. Aber ja, für ein Video kann man gerne mal reinschauen. Es kommen ja auch immer wieder mal Spiele. Was ist das hier? Es kommen ja auch immer wieder mal Spiele, die man vielleicht mal für einen Part anzocken kann. Wenn ihr da Bock drauf habt auf sowas, dass ich es zumindest für ein Video mal vorstelle, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, lasst auf jeden Fall mal hier ein Like da. Denn, ja, keine Ahnung. NHL wäre auch zum Beispiel so ein Spiel für einen Part mal vorstellen, euch zeigen, damit ihr wisst, was vielleicht die neueren sind für die Leute, die sich da besser auskennen. Dass ihr da ein bisschen seht, was da abgeht. Und, ja, wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Denn NHL kommt ja auch bald, das könnte ich euch auf jeden Fall auch mal für zumindest ein Video mal vorstellen. Ansonsten bin ich mal gespannt. Ich habe das Spiel jetzt zum ersten Mal gestartet. Ihr seht, ich werde hier ständig gefragt, ob ich irgendwas downloaden will. Ich will eigentlich nur zocken. Eigentlich nur zocken erstmal. Und dann mal schauen. Wie ich gesehen habe, auch jetzt so in der Werbung. Ich will jetzt hier keinen Sender Werbung machen oder sowas, weil die geben mir kein Geld dafür. Habe ich ja gesehen, dass jetzt mehr Football übertragen werden. Ein, zwei Spiele immer. Denn normalerweise ist es ja bei uns so, in Deutschland wird der Super Bowl übertragen, beziehungsweise beim letzten Mal war es ja auch vorher die Playoff-Spiele und so weiter. Und da gucke ich dann auch immer wieder gerne mal rein, auch wenn sie mitten in der Nacht sind. Aber das macht schon Spaß zuzuschauen, auch gerade der letzte Super Bowl, der war richtig krass, fand ich. Für mich als Laien, ich meine, ich verstehe zwar die eine oder andere Regel, aber ich bin jetzt absolut weit weg von Experte oder gut auskennen, sagen wir es mal lieber so. Da bin ich auch schon weit entfernt. Und was ist das? Okay, schauen wir mal rein. And here comes Pittsburgh, hoping to get off to the fast start. Well, the good thoughts and the shaking hands, that's all over with now. We've got a battle on the outside. Right now, Peterson has the upper hand. He's holding me, man, I'm telling you. Come on, he can't cover me. He's holding me all day, bro. He's trying to play the game. That's just garbage. Phil, it's clear. Patrick Peterson has frustrated Antonio Brown to this point. Come on, AB, I need you now. Stay with me. I can't have you doing this. Let's go. Man, he's holding. I love the tension on the sideline. It keeps you on edge. Now take that and go out of the field and make it work for you. AB, big bro, we got you. Stay focused. Let's see if the Steelers can finally get in sync. This drive now will begin near the 50. Late second quarter and down six. Stay with me. We need that fire. Let's get it. No more messing around. It's time to ride. Ey, passender wird der Spruch niemals mehr passen. Ich wollte damals laufen, aber ich wurde zurückgehalten. Damals, irgendwie so, wie geht denn der Spruch? Ihr wisst es besser als ich. So, jetzt schauen wir mal. Was kann man denn hier so machen? Da vorne ist er. Kommt er an? Oh, shit! Alter, direkt der Touchdown. Ah, das ist anscheinend hier alles erstmal Tutorial-Phase mit so einer kleinen Mini-Story. Das ist mal ein ungewöhnlicher Einstieg, würde ich mal behaupten. What a finish to the first half. The Steelers only 30 minutes away from their seventh Super Bowl title, leading it 7-6. Antonio Brown and Patrick Peterson, I love this battle. I can't get enough of it. But can Carson Palmer get things moving with this Cardinal offense? Are we awake yet? Are we awake? Let's go now. And Fitzgerald puts the Cardinals back in front. I love it, boss. Great job. Great job. This time it's Floyd with the grab, and the Cardinals are moving again. Let's go, defense. This is ridiculous. The field.
field goal makes it 13 unanswered, and all the Steelers can do is watch. Right here, winning this situation right here, is put up a shut-up time. Come on, D, we need it. Okay. Okay. Ah, interception. Okay. So, schauen wir mal. The Cardinals start this next drive on their own side of the field with a two-score lead late in Super Bowl. Yeah, boy. Und renn, 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 renn. Cortez Allen has it. Easy. Alles klar, ey. Das ist eine coole Aufmachung auf jeden Fall fürs Tutorial, finde ich. Jetzt nicht so trocken wie meistens. Okay. Wo läuft er? Da. Nein, er wurde abgefangen. Shit. Fuck it. Ja, komm. Second down. Go. Jetzt aber, der kommt. Oh, alles klar, neues First Down. Perfekt, so muss es laufen. Come on. Schon ein bisschen cheesy, trashig angehaucht hier, die Dialoge von den Leuten, aber ja, ist trotzdem ganz nett. Ich finde es ganz nett gemacht hier so als Tutorial, okay. Roethlisberger's completion percentage. Der kommt an, perfekt. Boah, haben die mich weggehauen. Ich hätte da noch Quadrat drücken müssen, aber das habe ich verkackt. So, zumindest neues First Down. Und jetzt könnten wir es schon schaffen, in die Zone zu rennen. Oder zu werfen, halt. Now on first down. Every snap crucial the rest of the way. Pittsburgh is knocking on the door. Komm, jetzt machen wir Brown. Nein! Wie muss ich doch drehen, Mann? Timeout. Hab ich's verkackt? Wahrscheinlich. Super Bowl 50. Okay, big boy, what are you thinking here? I like what we got. We got playmakers on the outside that can make plays. We got guys inside. It's your call. I just want to win this game. All right, rally the troops here, big man. Tell them exactly what you need from them. All right, boys, here it is. We got to leave it all on the line right here. Forget what the coaches said. Forget about everything that's going on outside of this huddle and this play right now. It's all about us, man on man, us first step. I need everything you got right here. Leave it all on the line. Champion, greatest feeling of your life. I promise you that. Let's go get it right here. Listen to me now. Eyes here. We got gun, wide trips weak. Steeler, wide trail on the double. Ready? AB, listen to me. I'm coming to you on this play no matter what. It's do or die. It's all or nothing right now. Make the play for me, brother. Whoo. Okay. Was mache ich hier für eine Scheiße? Ich krieg's hin, Leute. Keine Sorge. Wie gesagt, es ist mein erstes Spiel nach Minimum 5-6 Jahren. Minimum. Also bitte ein bisschen Rücksicht. Das kann aber nicht wahr sein hier. Er steckt auch immer hinter den Typen, Alter. Komm doch mal ein bisschen Richtung. Stell dich mal vor den Typen. So, jetzt kriegen wir es hin, Leute. Aufpasst. Alle guten Dinge sind drei. Zack. Seht ihr? Perfekt.
Welcome to Madden NFL 16. I'm Ben Roethlisberger. Let's pick a few options and get you back on the gridiron. First up, select your... Madden NFL 16 introduces new gameplay controls that allow you to become the ultimate playmaker on the field. Quarterbacks like myself now have the ability to deliver passes exactly where they need to be placed, whether that be touch passes between linebackers and safeties, back shoulder fades in the end zone, or high trajectory passes that allow receivers to go up and high point the football. Receivers and defensive backs will also be battling it out like never before with brand new two-man interactions and controls that will make each pass attempt fresh and exciting. Dann würde ich mal sagen, gehen wir doch nochmal raus. Das ist halt wirklich noch mehr. Das ist echt jetzt so trocken, Tutorial, Trainingsphase. Was? Schau mal einfach mal rein. Komm, schau mal einfach mal rein. The war room awaits. You are in the hot seat, controlling it all. Choose a coach who will execute the game plan. Draft a roster of some of the premier NFL stars of today and possibly even yesterday. Ah, a great pick here. Take them to the field where you'll put it all on the line. Dropping back to pass once again. Winston's airing it out. What an effort and a touchdown. Your strategy, your draft, your championship. This is Draft Champions. All right, it's time now to go through the first ever draft in Draft Champions. Leute, so gleich kriegt man eine Trophäe. In each of the 15 rounds, you'll never know when or if a particular player or position.
As we go along, be sure to keep an eye on your team's overall rating. Ideally, of course, it should be trending upward as the draft process goes along. Tja, ich gebe mir Mühe. Ich weiß auch nicht, inwieweit es jetzt gerade interessant ist, hier zuzuschauen. Vielleicht machen wir das jetzt schnell nochmal durch hier. Und dann machen wir nochmal ein kleines Match zum Anzocken zumindest. You've got to be hoping that there's still a gem or two that becomes available. And now, which side of the football will they address here? Some interesting options either way.
mal Leute draußen sind, die sich gerne mal ein Madden-Spiel, ein Football-Spiel gönnen. Und wenn es nur alle zwei Jahre ist oder so. And this is Draft Champions. The Patriots interplay this afternoon, ready to see what they've got and how or if these pieces are gonna fit together. Their opponents here, the Buffalo Bills. And Kai Forbath looks ready to get this one underway. Optik ist nicht schlecht, finde ich. Back deep is the former track star from the University of Texas, Marquise Goodwin. Aber bei so Sportspielen besteht ja auch immer die Gefahr, wenn es kein Konkurrenzprodukt dort ist, dass sich das Ganze nicht so krass entwickelt. Ja. Weil ihr wisst ja selber, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ups. Egal. Konkurrenz belebt das Geschäft und vor Jahren ist ja, ich glaube, wegen Lizenzproblemen 2K rausgeflogen aus dem Game. Die haben ja auch Madden 2K immer gemacht früher. Habe ich auch gezockt. Aber wirklich hier, was war denn das noch? 2005 und so eine Scheiße. Also ist wirklich ewig her. Ewig her alles. Aber ja, die sind ja leider rausgeflogen. Was immer ein bisschen schade ist, weil Konkurrenz belebt einfach das Geschäft. Es ist auch gut, dass Pro Evolution Soccer bei FIFA noch am Start ist. Nur wegen Pro Evo hat sich FIFA überhaupt so stark gesteigert. Muss man einfach mal so sagen. Block mich! Block, block, block! Boah. Wo ist denn nochmal hier der Knopf für diese Drehung? Ja? Ich finde es aber ganz geil gemacht hier mit den Einblendungen, mit den Karten und alles. Das macht schon Bock. Wenn man jetzt noch genau wüsste, wer wer ist und was es bedeutet, den in seinem Team zu haben. Weil, wie gesagt, ich bin absolut kein Experte oder sonst was. Tom Brady, den kennt man dann doch schon, ja, gut. Aber, ja, das ist so, glaube ich, Tom Brady zu kennen. Im Football ist so, wenn du, keine Ahnung, Ronaldo im Fußball kennst. Machen wir mal den hier. Wie gesagt, ist genauso wie... Oh, ich glaube, der kommt an. Ja, perfekt. Genauso wie bei NHL. Da sind sie ja auch raus. Bei NHL sind sie ja auch raus hier, 2K. Gut, dass sie bei Basketball drin sind. Ja, da sieht man ja die Entwicklung. Ist einfach unangefochtene Nummer 1. Weil EA auch irgendwie, ich weiß nicht, was sie da machen. Ich hab jetzt das letzte NBA Live auch gar nicht mehr gezockt oder sowas. Aber da muss man einfach sagen, es ist gut, dass sie da mit drin sind. Oh shit, war der gut. Der war nicht schlecht. Das habt ihr alle gesehen. Zieht euch nochmal rein, ey. Zack. First down here. So, schauen wir mal. Oh, der war nice. Kommt direkt der Cameraman und filmt uns. Schlecht. Oh shit, wie mache ich das denn jetzt? Mit dem rechten Stick? Golfmäßig? Sollte klappen, oder? Ja. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. So, ich würde sagen, wir spielen das Quarter noch zu Ende. Die eine Minute. Oh fuck. Das war nicht so geil.
He's got a chance to return this one. Wieso habe ich den denn da hinten? The offense will start their drive from about the 31. At quarterback, out of TCU, a former second round pick and Rose Bowl winner, Andy Dalton. Andy Dalton, this team loves his leadership skills. They like the fact that he's an accurate thrower and, to top it all off, a really good leader. First down at the 31. Takes it from the eye. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Also ich weiß schon, dass ich verteidigen muss, aber ich weiß nicht genau, wie ich jetzt hier Spiele anwähle und so weiter und welche Tackle-Taste ist und so weiter. Ich habe gar keinen blassen Schimmer. Es kommt davon, wenn man direkt ins Spiel neu einsteigt, aber ich muss sagen, bei der ist es gut gewesen. Aber wie gesagt, das Intro fand ich nicht schlecht. Das Intro-Tutorial. Werden die jetzt einfach zurückhalten, die schaffen es nicht mehr. Krass, wie schnell ist denn die Zeit zu Ende gegangen? Was war das denn? Na gut. Leute, ich würde sagen, das reicht. Ich würde sagen, das reicht. Für so ein Vorstellungsvideo reicht es auf jeden Fall. Schreibt mal echt gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt von solchen kleinen Videos für ein Part. Lasst auch dazu auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat, ist logisch, und ihr mehr sehen wollt von sowas. Ich war gerade ein bisschen geschockt. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr jemand seid, der sich öfters mal ein NFL-Spiel holt. Madden-Spiel holt. Und ja, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir hören uns ansonsten in anderen Videos. FIFA wird ja dann ausgiebiger gezockt. Und ja, das war's, Leute. Haut rein. Tschüss.